Moin, moin und einen wunderschönen guten Morgen hier aus Ramsdorf. Es ist der 11. November und heute geht's für mich in die Thesingbachhalle nach Velen, denn dort findet eine Modellbaumesse statt. Da ich gleich aber noch eine halbe Stunde Aufenthalt in Velen habe, bevor sich die Toren öffnen, mache ich euch noch mal ein paar schöne Impressionen vom schönen Schloss in Velen, damit sich das Video nicht so trocken anfühlt. Ich hoffe, das ist okay. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann gleich in Velen wieder. Ja, ich bin jetzt in Velen angekommen, am Schloss. Und wie versprochen, gibt es jetzt erstmal ein paar Impressionen von dem schönen Schloss in Velen. Denn es ist wirklich schön und ich denke mal, ich als Ramsdorfer kann das auch in das Video packen, denn ich bin ja quasi auch ein Teil von Velen. Denn Ramsdorf ist ja die Stadt und Velen das Dorf. Aber die Velener wissen ja, wie es gemeint ist. Ja, ich mache jetzt noch mal einen kleinen schönen Rundschwenk. Ist das nicht alles schön herbstlich? Ja, man merkt, es wird Herbst. Ja, übrigens, dort in der großen Halle, das ist die Thesingbachhalle. Dort ist gleich die Modellbaumesse und rechts daneben das schöne Rathaus von Velen. Ja, das waren jetzt die Impressionen vom Schloss von Velen. Also ich muss echt sagen, ist echt schön. Aber jetzt geht's wirklich rüber zur Modellbaumesse. Viel Spaß mit den Impressionen und bis nachher. Das ist aber irgendwann Frau. Wie ist die geschaltet? Genau, da waren die alte. Ja.
Ja, das waren meine Impressionen von der Modellbaumesse in Fehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich stehe jetzt wieder hier an der Bushaltestelle am Schloss, warte jetzt auf meinen Bus. Und wenn euch das Video gefallen hat und die vielen Impressionen, wo ich sagen muss, in der kleinen Halle so viel zu zeigen, ist schon echt top. Also wenn euch das Video gefallen hat oder hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ciao mit V, euer Robin. Und bis bald, wenn es wieder heißt, Robin TV unterwegs.